liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu dieser etwas speziellen Verbundtagung 2020. Ganz im Zeichen der besonderen Ereignisse rund um das Coronavirus haben wir uns, wie Sie der Ankündigung entnehmen konnten, entschlossen, dieses Jahr die Verbundtagung als Film zu produzieren. Nicht zuletzt, um auch die Möglichkeit zu geben, dass Inhalte alle direkt auch mit französischen Untertiteln versehen werden. Es freut mich, dass wir wenigstens mit diesem Mittel ein bisschen näher herstellen und zumindest die wichtigsten Informationen weitergeben können. Sie hatten alle bereits im Vorfeld Gelegenheit, Fragen zu stellen und haben das auch wahrgenommen. Wir haben versucht, Ihre Fragen in unseren Beiträgen zu beantworten. Sollte dies nicht geglückt sein oder sollten nach diesem Film weitere Fragen auftauchen, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Eine kurze Information dazu sehen Sie am Ende des Films. Jetzt gehe ich gerne etwas detaillierter auf das Programm des Tagungsfilms ein. Wir möchten Ihnen Informationen aus 4 Themenbereichen geben. Madeleine Völlmin wird den Beginn machen mit dem Abschluss der Transition der Nevis-Verbundzentrale. Wie ist es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Nevis-Verbundzentrale ergangen und wie konnten wir uns in das Projekt SRSB einbringen? In einem weiteren Beitrag wird Barbara Wittmer, die Teilprojektleiterin von Teilprojekt 2, zu Applikationen und Daten Ihnen mitgeben, was mit den Nevis-Daten genau geschieht. Als drittes wird Christina Matari, die ja auch das Teilprojekt 3 Services und Kunden verantwortet, einen Überblick geben, wie jetzt der Countdown, der ja auch bereits gestartet ist, der Nevis-Services genau aussieht und was nach dem Go-Live auch alles noch weiterhin möglich ist. Dann zum Schluss, als kleiner Höhepunkt, wird sich Erich Scherrer, der die Migration von Change Nevis verantwortet, detaillierte Angaben machen können zur finalen Migration und zum Go-Live im Dezember. Wir starten jetzt mit den einzelnen Beiträgen. Ich freue mich, dass auch Sie unseren virtuellen Ausführungen folgen und bedanke mich für Ihr Interesse bereits jetzt. Mich sehen Sie am Schluss des Filmes nochmals mit einem kleinen Ausblick. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, cher Kolleg, ich freue mich, Sie auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Gerne informiere ich Sie über die Personalveränderungen in der Nevis-Verbundzentrale. Hier sehen Sie die Kolleginnen und Kollegen bei SLSP, die uns noch bis Ende 2020 unterstützen werden. Die Personaltransition der Nevis-Verbundzentrale zu SLSP AG wurde per Anfang 2020 abgeschlossen. Diese 5 Kolleginnen und Kollegen, die bereits 2019 in einem Teilpensum für SLSP tätig waren und beim Aufbau tatkräftig mitgeholfen hatten, haben Anfang 2020 einen Vertrag bei SLSP erhalten und arbeiten seither bei der SLSP AG. Da wir für die Aufrechterhaltung des Nevis-Betriebs bei SLSP zur Unterstützung ein Stundenkontingent von 165 Stunden pro Monat eingekauft haben, haben wir zum Glück die Kolleginnen und Kollegen nicht ganz aus den Augen verloren, weil sie weiterhin für uns arbeiten. Für die Verteilung der anstehenden Arbeiten tauschen wir uns immer noch zweiwöchentlich aus. Für die Zeit bei der Nevis-Verbundzentrale möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bei allen ganz herzlich bedanken. Mir ist bewusst, dass die Doppelbelastung nicht immer einfach zu handhaben ist. Das an der E-Bibliothek verbliebene Team der Nevis-Verbundzentrale besteht heute aus 5 Personen. Insgesamt handelt es sich um 3,5 Stellen. Für den Service Essefix werden wir von der integrierten Medienbearbeitung der ETH-Bibliothek unterstützt. Diese Aufstellung ist bis Ende 2020 so geplant. Es ist eine sehr schlanke Organisation geworden und da und dort stoßen wir an unsere Grenzen. Sie möchten gerne wissen, was die Personen nach Go Live tun werden? Unter anderem werden wir noch Aufräumarbeiten haben, wie Archivierung der Website, Abschließen offenen
von offenen Support-Tickets, bevor das Büro ganz geschlossen wird und die Letzte das Licht ausmacht. Zudem ist bis ca. Ende März 2021 ein Parallelbetrieb von Aleph und Alma vorgesehen, sodass auch hier noch Arbeiten zu erledigen sind. Danach sind für alle Mitarbeiterinnen Anschlusslösungen in Arbeit. Auch dem gegenwärtigen Team gilt mein herzlichster Dank für die hervorragende Arbeit. Merci. Ich begrüße Sie zu dieser Online-Präsentation zum Teilprojekt 2, Applikationen und Daten. Die Arbeiten im Teilprojekt 2 werden vom Team Bibliotheks IT Services in Zusammenarbeit mit der NEBIS Verbundzentrale und dem Netzwerk Metadatenmanagement der ETH Bibliothek ausgeführt. Ich beginne mit einer Übersicht über die Arbeiten im Teilprojekt 2. Im Jahr 2019 wurden 2 Testmigrationen mit den Daten der neuen Vanguard-Institutionen durchgeführt. Aufgrund von Empfehlungen von Exlibris und SLSP sowie Erkenntnissen aus Datentests nach der ersten und zweiten Testmigration wurden Bereinigungen aufgegleist und viele davon auch bereits ausgeführt. Im Januar 2020 wurden im Rahmen der dritten Testmigration erstmals alle Daten aller an SLSP beteiligten Bibliotheken migriert. Momentan arbeitet das Team des Teilprojekts 2 daran, die Daten der dritten Testmigration zu testen sowie weitere Bereinigungen durchzuführen. Parallel dazu beginnen wir nun mit der Planung der finalen Migration. In den nächsten Monaten werden wir uns vor allem mit der Ausgestaltung der Ablösung von Aleph und den weiteren Systemen beschäftigen. Weiter gilt es, den Abbau der NEBIS Services zusammen mit dem Teilprojekt 3 zu planen sowie die finale Migration vorzubereiten. Ab ca. Mitte Oktober 2020 wird dann die finale Migration durchgeführt werden. Ich werde nun auf die einzelnen Datengruppen, die mit Aleph verwaltet werden, eingehen und erläutern, wie mit diesen bei der Migration umgegangen werden wird. Migriert werden alle Daten aus der EB01 der bibliografischen Datenbank in Aleph. Alle Holdings und alle Exemplare in den administrativen Datenbanken ERD50, UZH50 und ZAD50. Ebenfalls migriert werden die Bestellungen, Abo-Daten und Lieferanten, sofern sie einer Bibliothek zugewiesen werden können. Wie werden Metadaten von E-Ressourcen migriert? Durch das Laden der SFX-Daten in Alma werden die dazugehörigen Metadaten in der Community Zone in Alma freigeschaltet und folglich werden diese im Katalog für die Benutzenden angezeigt. In Aleph besteht eine große Menge an qualitativ hochwertigen Titelaufnahmen von E-Books, die über viele Jahre in Aleph angelegt und gepflegt wurden. Diese Aufnahmen sollen nach Alma migriert werden. Dies hat zur Folge, dass die E-Books zu Beginn doppelt in Alma nachgewiesen werden, ähnlich wie dies heute der Fall ist bei den Daten aus Aleph und der SFX-Pipe im NEBIS-Katalog. Die Migration von E-Book-Aufnahmen aus Aleph funktioniert für einen Großteil der Aufnahmen gut. Allerdings müssen die aus Aleph migrierten E-Book-Daten in Alma mit den Daten aus der Community Zone zusammengeführt werden. Dies ist ein halbautomatisierter Prozess, welcher Aufwand verursacht. Wenn Sie diese Nachbearbeitung nicht übernehmen und auf die Migration Ihrer E-Book-Metadaten aus Aleph verzichten möchten, kann die Bibliotheks-IT auf Wunsch Ihre Online-Exemplare vor der Migration aus Aleph löschen. Dadurch würden nur Ihre Daten aus SFX migriert und folglich ist keine Nachbearbeitung in Alma nötig.
um besser beurteilen zu können, ob die Metadaten aus der Community Zone in ALMA für Sie ausreichend ist, empfehlen wir Ihnen, Stichproben in ALMA oder Primo VI zu machen. Dies können Sie, indem Sie in ALMA oder direkt in Primo VI Titel von E-Books, die Sie in Aleph und Asafix nachgewiesen haben, aufrufen. Die Metadaten von E-Journals, Datenbanken und elektronischen Schriftenreihen aus Aleph werden nicht migriert. Bei diesen Arten von E-Ressourcen bestehen in ALMA qualitativ hochwertige Metadaten. Zudem würden sich Bereinigungsarbeiten von aus Aleph migrierten Metadaten hier sehr aufwendig gestalten, wären teilweise sogar unmöglich. Ausnahme bilden die Aufnahmen von elektronischen Ressourcen mit einem Direktlink in ALMA. Diese sind in der Regel nicht in Asafix nachgewiesen und müssen daher aus Aleph nach ALMA migriert werden, damit diese E-Ressourcen auch in ALMA nachgewiesen werden. Sämtliche E-Ressourcenaufnahmen, die aus Aleph migriert werden, werden mit dem sogenannten P2E-Prozess bearbeitet. Dieser passt die Aufnahmen an die Datenstruktur von ALMA an und generiert aus den vorhandenen Links und Online-Exemplaren bzw. Online-Holdings Portfolios in ALMA. Was geschieht mit den lokalen Normdatenbanken? Die IDS 18, also der Spiegel der GND mit schweizspezifischen Anpassungen, wird nicht migriert werden, da in ALMA in der Community Zone die GND angeboten wird. In ALMA wird neu über ID-Matching verknüpft werden. Das bedeutet, dass ein eindeutiger Identifier in der Eintragung im bibliografischen Datensatz und im Normdatensatz vorhanden sein muss, damit die Verknüpfung zustande kommt. In Aleph ist dies bei den IDS-18-Eintragungen bereits der Fall. Alle Eintragungen enthalten bereits die GND-ID und können somit mit der GND in ALMA verknüpft werden. Die Mesh-Normdatenbank wird nicht migriert, da auch sie in der ALMA Community Zone angeboten wird. Anders als bei der IDS 18 enthalten die Eintragungen in der bibliografischen Datenbank noch keine Identifier. Diese werden durch ein automatisiertes Verfahren durch die Bibliotheks-IT vor der Migration ergänzt werden. Die ESS 11, die lokale ETH-UDK-Schlagwortdatenbank, wird in die Network Zone von ALMA migriert werden. Die Felder in der EWI 01 der bibliografischen Datenbank werden vor der Migration in Standard-Markfelder überführt und mit einem Identifier ergänzt werden. Die ESW 12 wird nicht migriert werden. Die Eintragungen in der EWI 01 werden vor der Migration noch diversen Anpassungen unterzogen und migriert werden. Die Daten aus der UZH12 werden in ein lokales Feld migriert. Für die Bibliothek des Asien-Orient-Instituts wird aus den bestehenden Daten eine Normdatei erstellt. Dazu finden derzeit umfangreiche Vorarbeiten statt. Die dritte Testmigration konnte im Januar 2020 planmäßig durchgeführt werden. Eine Übersicht über die bei der dritten Testmigration migrierten Daten finden Sie auf Nebis intern. Eine solche Übersicht dürfen Sie auch nach der finalen Migration erwarten. Tests der Daten sind durch die Bibliotheks-IT erfolgt, welche vor allem geprüft hat, ob das Migration-Form richtig funktioniert hat. Das Migration-Form ist eine komplexe Excel-Liste, in welcher eingetragen wird, wie die Daten aus Aleph durch das Extraction-Kit zu interpretieren sind, damit sie für ALMA aufbereitet werden können. Zudem wurde geprüft, ob die Anzahl der migrierten Daten in die jeweiligen Institution Zones von ALMA plausibel sind.
Die Migration der bibliografischen Daten und deren Dedublierung wurden von den Functional Experts der Vanguard-Institutionen und von SLSP getestet. Bei all diesen Tests konnten keine nennenswerten Probleme ausgemacht werden. Im Großen und Ganzen wurden die Daten aus Aleph wie erwartet nach Alma migriert. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Bibliotheks-IT keine detaillierten Tests der migrierten Daten aller Bibliotheken machen kann und empfehlen daher, dass jede Bibliothek Stichproben ihrer Daten in Alma macht. Auf SLSP hier finden Sie Tipps, wie Sie Aufnahmen auffinden können. Bibliografische Daten, Holdings und Exemplare können Sie auch in Primo VI anschauen und testen, ohne Alma-Kenntnisse zu haben. Bibliotheken, welche einer von SLSP betreuten IZ angehören und bisher noch keine Daten getestet haben, können sich an SLSP wenden. Gerne verweise ich an dieser Stelle auch auf die Alma Know-how-Seite auf Nebis intern, auf welcher wir die wichtigsten Änderungen, die mit Alma einhergehen, erklären und dabei besonders auf die Datenstruktur eingehen, damit Sie nachvollziehen können, wie Ihre Daten aus Aleph nach Alma migriert werden. Ein Schwerpunkt des Tab-Projekt 2 waren von Beginn weg die Datenbereinigungen. Diese sind für eine korrekte Migration der Daten nach Alma unerlässlich. Wir haben Sie via Nebis intern jeweils über die laufenden Arbeiten informiert. Bereinigungen sind nötig bei fehlerhaften oder unvollständigen Daten. Sie können aber auch notwendig sein, weil die Daten aus Aleph an die geänderte Datenstruktur in Alma angepasst werden müssen. In einem System wie Aleph, welches seit gut 20 Jahren betrieben wird, sind viele Daten, die nach unterschiedlichen Kriterien oder Regeln erfasst wurden, enthalten. Da es nicht möglich ist, alle Altlasten zu bereinigen, priorisieren wir Bereinigungen, die folgenden Kriterien entsprechen. Priorität haben für eine Bereinigung haben Daten, die aufgrund einer anderen Architektur von Alma ohne Bereinigung funktionale Beeinträchtigungen haben würden. Das sind zum Beispiel Exemplare ohne Standardcode, die dadurch nicht ausleihbar wären. Daten, die ohne Bereinigung nicht migriert würden. Das sind zum Beispiel Lieferanten ohne verknüpfte Bibliothek. Daten, die in Alma nicht mehr oder nur mühselig geändert werden könnten. Das sind zum Beispiel Printabos, die an einer hybriden Zeitschriftenaufnahme hängen und mit dem P2E-Prozess verarbeitet werden. Oder Daten mit fehlenden Codierungen, damit die Aufnahmen von SysBib richtig dedubliert und von Primo richtig angezeigt werden können. Größere manuelle Bereinigungsaktionen von Daten, die in die eben genannten Kategorien fallen, sind momentan nicht absehbar. Aktuell sind verschiedene größere Mutationen noch in der Planung. Dies sind zum Beispiel Anpassungen von lokalen Normdatenbanken und deren verknüpften Feldern in den bibliografischen Aufnahmen, das Splitting von bestehenden Einheitsaufnahmen von E-Books und Holdings, die keinen Standardcode haben. Kurz vor der finalen Datenextraktion werden noch Anpassungen an den Exemplarstatus sowie letzte Fehlerkorrekturen vorgenommen werden. Über die Bereinigungsarbeiten werden wir Sie laufend über Nebis intern informieren. Bitte beachten Sie, dass für Mutationsaufträge an die Bibliotheks-IT ein Eingabestopp gilt. Bis zum 31.07.2020 können Sie Bereinigungsaufträge via Ticketsystem eintragen. Manuelle Bereinigungen in Aleph können Sie bis zum Zeitpunkt des Erfassungsstopps, welcher voraussichtlich um den 23.10.2020 sein wird, vornehmen.
Gerne ergänze ich den Hinweis, dass auch in ALMA Bereinigungen möglich sein werden. Zum Teil bietet ALMA sogar bessere und einfachere Funktionalitäten an, um Bereinigungen auszuführen, als dies heute in Aleph der Fall ist. Bei folgenden Themen gibt es noch Handlungsbedarf. Analytische Aufnahmen haben in Aleph keine angehängten Exemplare. Die Exemplare befinden sich an der übergeordneten Aufnahme. Aus diesem Grund werden analytische Aufnahmen nicht mit dem Extraction Kit aus Aleph extrahiert und in die Institution Zone migriert. Sie werden nur via SwissBIP in die Network Zone geladen. Die dazugehörigen Exemplare hingegen werden zusammen mit ihrer übergeordneten Aufnahme in die Institution Zone und die Network Zone migriert. Um die Verknüpfung der übergeordneten Aufnahme mit der analytischen Aufnahme zu erreichen, müssen sich beide Aufnahmen in der Institution Zone befinden. Dazu ist eine Bereinigung in ALMA notwendig. Eine Anpassung der Aufnahmen in Aleph ist nicht möglich. SLSP arbeitet momentan an einer Lösung und prüft, wie die Nachbearbeitung in ALMA ausgeführt werden kann. Die Bibliotheks-IT von Nebis wird SLSP hierzu notwendige Listen zu den analytischen Aufnahmen zukommen lassen, sowie selbst Analysen vornehmen. Interne ADAM-Objekte, das heißt digitale Objekte, die via Aleph GUI erfasst wurden, wurden bei der dritten Testmigration in die Digital Collection der entsprechenden Institution Zones in ALMA migriert. Für hybride ADAM-Objekte hingegen, das heißt die Objekte, die vom Scan-Service der Zentralbibliothek erstellt wurden, zum Beispiel Scans von Titelblättern oder Inhaltsverzeichnissen, bietet Exlibris keinen Migrationspfad an. Diese Art von Kataloganreicherung wird via Verlinkung in den Titelaufnahmen in der Network Zone von ALMA verfügbar bleiben. Allerdings handelt es sich hierbei um eine temporäre Lösung. Bis bekannt ist, wie die Kataloganreicherung zukünftig in ALMA aussehen wird. Danach werden die Aleph ADAM-Objekte an den finalen Speicherort verschoben. Momentan arbeiten wir noch an der Analyse von Spezialfällen von E-Ressourcen. So sind zum Beispiel Hybridaufnahmen, also Print und Online in einer Aufnahme für die Migration problematisch, da der P2E-Prozess, mit welchem elektronische Aufnahmen in ALMA überführt werden, nicht auf einen Verbundkatalog ausgelegt ist. Probleme bereiten auch Aufnahmen, die mehr als einen Link enthalten, seien dies mehrere SFX-Links oder Aufnahmen mit einem Direkt- und SFX-Link. Via Nebis intern werden wir Sie über das konkrete Vorgehen in diesen Fällen informieren. Die in Aleph verwendeten Ausleihexemplarstatus müssen auf die Item Policies von SLSP gemappt und mutiert werden. Die finale Migration der Item Policies von SLSP liegt noch nicht vor, da diese momentan noch getestet werden. Für die dritte Testmigration haben wir deshalb mit der Version 3 der SLSP Item Policies gearbeitet. Für die finale Migration wird das Mapping nochmals neu erstellt werden müssen. Die Verbundzentrale wird Sie hierzu informieren und gegebenenfalls kontaktieren, sobald die finale Liste der verwendeten Item Policies von SLSP vorliegt. Dies war der Überblick zum Teilprojekt 2. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Aufgaben Teilprojekt 3 des Projekt Change Nebis sind der geordnete Rückbau und die Aktivierung der aktuellen Nebis-Services wie der Nebis-Auslaufverbund, die Nebis-Gebührenverwaltung sowie der Rückbau aller Umsysteme und Archivierung der Daten und Dokumente. Dies beinhaltet aber auch, dass betroffene Verträge mit Lieferanten
und Servicebeziehungen, respektive Kunden, fristgerecht gekündigt sind. Gerne berichte ich Ihnen über den vorläufigen Planungsstand im Projekt Change Nebis zum Rückbau der Nebis Services. Ein großes Thema im Teilprojekt 3 und bei Ihnen in den Bibliotheken ist, wie der Übergang von Nebis und Aleph zu SLSP und ALMA im Bereich der Ausleihe und des Nebis-Auslaufverbundes abgewickelt wird. Die SLSP AG hat entschieden, dass die Nutzendaten nicht als Aleph nach ALMA migriert werden und sich alle Benutzer neu einschreiben müssen. Eine Migration von Nutzerdaten wäre aus Datenschutz-, Etablierungs- und Harmonierungsgründen zu komplex gewesen. Die Einschreibung für SLSP sieht vor, dass alle Benutzer via Switch EduID einen guten Zugang zu SLSP erhalten werden, indem sie eine Switch EduID einrichten oder bereits über eine verfügen und sich dann für SLSP registrieren. Da die Nutzerdaten nicht migriert werden, können die Ausleihdaten offen ausleihen in ALMA nicht dem konkreten Benutzenden zugewiesen werden. Die noch in Aleph vorhandenen Ausleihen müssen auch in Aleph abgeschlossen werden und werden nicht migriert. Das Bibliothekssystem Aleph wird daher auch bis zu einem gewissen Termin weiterbetrieben werden müssen. Wir werden einen Parallelbetrieb von Aleph und ALMA nach dem Go-Live haben, um die offenen Ausleihen in Aleph bearbeiten zu können. Der gesamte Mahnlauf, wie allfällige Verlängerungen, Erinnerungen, Rückrufe und Mahnungen, finden noch in Aleph statt, während das neue Bibliothekssystem ALMA bereits schon in Betrieb ist. Dies bedeutet auch, dass die aktiven Benutzenden ab GoLive zwei Benutzerkonten haben werden, eines in Aleph und eines in ALMA und dies bis zum Abschluss aller ihren offenen Ausleihen in Aleph. Damit in ALMA bzw. im SLSP-Katalog ein Aleph-ausgeliehenes Exemplar nicht fälschlicherweise als verfügbar angezeigt wird, werden die Barcodes der beim Ausleihstopp ausgeliehen oder bereitgestellten Dokumente in Aleph abgezogen. In ALMA werden diese Exemplare mit einem speziellen Prozess mit einem Status namens Technical Migration versehen. Dadurch ist nach dem Go-Live klar ersichtlich, warum ein Exemplar in ALMA aktuell nicht ausleihbar und für die Ausleihe gesperrt ist. Mehr Informationen zu diesem Prozess finden Sie auf SLSP hier unter dem Stichwort Marking Item on Loan. Nach dem Go-Live gemäß der aktuellen Migrationsplanung von SLSP am 7. Dezember 2020 werden alle neuen Ausleihen nur noch in ALMA gemacht. In Aleph dürfen nur noch Dokumente zurückgebucht werden. Auch Ausleihen, die über die Selbstausleihe verbucht werden, laufen ab GoLive nur noch über ALMA. Entsprechend wird RFID zu diesem Zeitpunkt an ALMA umgehängt werden. Nach dem GoLive wird bei einer Rückgabe das ausgeliehene Dokument in Aleph sowie in ALMA zurückgebucht, respektive wird in ALMA beim betroffenen Exemplar der Technical Migration Status gelöscht, so dass das Dokument in ALMA wieder zur Ausleihe zur Verfügung steht. Die Rückbuchen müssen manuell durch das Ausleihpersonal erfolgen. Die Rückgabemöglichkeiten in Aleph soll nach Möglichkeit nie sistiert werden, außer zwischen dem Datum des Ausleihstopps, voraussichtlich dem 2. oder 3. Dezember 2020 und dem Go-Live-Termin von ALMA am 7. Dezember 2020. Diese Datumsangaben sind nur Annahmen und berufen auf den aktuellen Migrationsplan von SLSP. So können Dokumente aus Fremdbestand im Nebis-Ausleihverbund via HERP-ETA-Bibliothek direkt an die Besitzbibliothek retourniert werden. Dokumente aus Eigenbestand, welche während der Phase des Ausleihstopps in den Bibliotheken vor Ort oder aber via dem Nebis-Ausleihverbund in den Bibliotheken eintreffen, müssen für die Rückbuchung zurückbehalten und dann nach GoLive in Aleph und ALMA zurückgebucht werden. Damit dieser gesamte Parallelbetrieb und Prozess gelingt, werden die Ausleihbedingungen eingeschränkt werden müssen. Wir erwarten, dass wir den Nebis-Ausleihverbund
für Bestellungen aus fremdem Bestand 3 Wochen vor dem Auslandsstopp einstellen müssen. Wir nehmen aktuell angesichts der Migrationsplanung von SLSP an, dass die Ausleihen aus dem Fremdenbestand ab dem 15. November 2020 nicht mehr möglich sein werden. In dieser Phase zwischen Einstellung des NEBIS-Ausleihverbundes und dem Auslandsstopp werden nur noch Bestellungen mit Abhol vor Ort und Postversand möglich sein. Die Option, ein Exemplar zu reservieren, wird voraussichtlich ebenfalls zu diesem Datum deaktiviert, da die Möglichkeit sehr gering ist, dass nach diesem Datum das gewünschte Buch noch eintrifft. Dadurch ist es für die Nutzenden auch klar, dass sie ihre reservierten Dokumente noch mit großer Wahrscheinlichkeit behalten werden. Diese Vorgehensweise ist vor allem nötig, weil Reservationen anders als ausgeliehene und bereitgestellte Dokumente nicht in ALMA betragen werden und somit für die Nutzenden verloren sind. Es ist zu bedenken, dass im NEBIS-Verbund sehr viele Dokumente im Umlauf sind, sodass eine zu kurze Rückgabeperiode nur sehr schwer zu bewältigen wäre. Außerdem soll vermieden werden, dass die Studierenden während der Prüfungsperiode ihre Literatur nicht behalten können. Die ETH-Bibliothek als Verteilzentrum des Ausleihverbundes hat zudem zweiwöchige Betriebsferien über Weihnachten und Neujahr. Daher werden nach Aufnahme der Produktion von ALMA in Aleph voraussichtlich noch 2 automatische Verlängerungen und der normale Mahnlauf stattfinden. Manuelle Verlängerungen dürfen nicht mehr vorgenommen werden. Wie bereits erwähnt, darf in Aleph nach dem 7. Dezember 2020 nur noch zurückgebucht werden. Bereitgestellte und nicht abgeholte Dokumente werden circa nach einer Woche nach dem Go-Live in Aleph zurückgebucht. Das heißt, die Vormerkung wird gelöscht und das Dokument versorgt oder via NEBIS-Ausleihverbund an die Besitzbibliothek zurückgesandt. Wenn diese Dokumente bereits in ALMA mit dem Technical Migration Status als ausgeliehen markiert sind, müssen sie auch dort zurückgebucht werden. Damit die Benutzenden während der ganzen Zeit und über die Migration hinaus Einsicht in ihre Nutzungskonten haben und sich einen Überblick über ihre offenen Ausleihen machen können, ist geplant, aber noch in Prüfung, die NEBIS-Recherche bis Ende März 2021 in Betrieb zu belassen. Dabei soll jedoch nur noch die Möglichkeit der Ansicht des Benutzungskontos, das heißt mit Leserechten und ohne die Möglichkeit weiterer Aktionen vornehmen zu können, bestehen. Auf www.nebis.ch und NEBIS-Recherche sollen entsprechende Informationen für die Nutzenden publiziert, sowie auch auf SLSP unter Einschreibung via Switch E2ID verwiesen werden. Die Kurierkisten des NEBIS-Ausleihverbundes werden aktuell bekanntlich durch die Post versandt. Beim Start des SLSP-Kuriers, voraussichtlich direkt nach dem Go-Live, wird ein anderes Logistikunternehmen, nämlich 7 Days Media, zusätzlich noch Kurierkisten in ihre Bibliotheken liefern. Natürlich vorausgesetzt, dass sie sich für die Teilnahme am SLSP-Kurier entschieden haben. Die Verrechnung der Dienstleistung dieser beiden Logistikunternehmen läuft selbstverständlich separat. Daher wird es leider nicht möglich sein, ab dem 7. September 2020 alle zurückgegebenen Dokumente über 7 Days Media abzuwickeln. Dies hat zur Konsequenz, dass Sie in Ihrer Bibliothek die Triage der Dokumente für den SLSP-Kurier respektive den NEBIS-Ausleihverbund und 2 verschiedene Logistikunternehmen organisieren müssen. Um die Sortierung korrekt ausführen zu können, müssen Sie bei Zurückgeben fremden Dokumenten entscheiden, ob sie vor dem Auslandsstopp ausgeliehen wurden oder erst nach dem 7. Dezember. Handelt es sich um eine alte NEBIS-Ausleihe, wird das Exemplar sowohl in Aleph als auch in ALMA zurückgewiesen. Letzteres ist nötig, um den technischen Status herauszunehmen. Anschließend werden Dokumente in die gelbe Kurierkiste gelegt. Handelt es sich aber um eine Ausleihe, die bereits in SLSP stattgefunden hat, muss das Dokument nur in ALMA zurückgelesen und in die 7 Days Media
Boxen gelegt werden. Diese Triage wird bis zum Ende des Parallelbetriebs voraussichtlich bis Ende März 2021 nötig sein, da bis dann beide Logistikunternehmen parallel zueinander Kurierkästen respektive Boxen liefern und abholen. Dies wird für Sie vor Ort in den Bibliotheken sicherlich anspruchsvoll werden und muss bei Ihnen für die Logistik und den Platzbedarf auch gut vorbereitet werden. Dies wird dargelegt, wird der Parallelbetrieb voraussichtlich bis ca. Ende März 2021 nötig sein. Gemäß unserer Informationen werden alle Nebis-Bibliotheken zur SSP AG wechseln, so dass der Abwicklungsprozess für alle gleich sein wird, obwohl sicherlich noch Absprachen und Abklärungen mit den Hubs UZA und ZB vorgenommen werden müssen, damit ADM-spezifische Eigenheiten berücksichtigt werden können. Am Ende des Parallelbetriebs und bei der Schließung des Nebis-Outlet-Verbundes ist geplant, dass wir den Bibliotheken Listen mit den noch offenen Ausleihen in alle liefern. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, so die restlichen noch ausstehenden Dokumente bei den Nutzern einfordern zu können. In welcher Form und aus datenschutzrechtlichen Gründen mit welchen Angaben dies möglich sein wird, müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch klären. Die Mahnungen und Gebühren aus Aleph werden für Erde 50 Bibliotheken bis Ende März 2021 durch den Nebis-Verbund und die ETH Gebührenverwaltung abgewickelt. Somit erhalten die Nutzer gegebenenfalls gleichzeitig von Nebis und von SSP AG Erinnerungen, Mahnungen etc. Die Kommunikation gegenüber den Benutzern für diese Übergangszeit müssen wir den Nebis-Bibliotheken überlassen, unter anderem deshalb, weil wir die Gegebenheiten und Systemeinstellungen zwischen den Bibliotheken und SSP AG nicht kennen. Wir werden den Nebis-Bibliotheksmitarbeitern eine Best-Practice-Anleitung für den Parallelbetrieb zur Verfügung stellen, in erster Linie als Unterstützung für die gute Abwicklung in Aleph. Jetzt möchte ich Sie gerne über die finanziellen und vertraglichen Aspekte bis zum Ende des Nebis-Verbundes informieren. Wie bereits vorher berichtet, wird der Service Nebis Gebührenverwaltung für die Erde 50 Bibliotheken noch bis Ende März 2021 angeboten. Die Gebühreneinnahmen werden bis und mit Februar 2021 abzüglich der Stornos- und Debitorenverluste abgerechnet und Ende März, Anfang April 2021 an die Erde 50 Bibliotheken zurückbezahlt. Im März 2021 werden in Aleph alle Gebühren vom November 2020 bis Februar 2021 auf Status C bezahlt gesetzt, sowie die Nebis-Gebührenverwaltung geschlossen. Wie Sie sehen, kann die Außerbetriebnahme des Nebis-Verbundes nicht per 31.12.2020 erfolgen, sondern wird voraussichtlich bis März 2021 dauern. Werden im Jahr 2021 noch für IT, die Software, Lizenzen etc. und für das Personal der Nebis-Verbundzentrale Aufwände für die Abschlussarbeiten haben, welchen wir mit der Jahresbeitragsrechnung 2020-2021 an die Nebis-Mitgliedsbibliotheken weiterverrechnen werden. Wir sind zurzeit in Gesprächen, um die entstehenden Kostenaufwände beziffern zu können, gehen aber davon aus, dass die Nebis-Jahresbeitragsrechnung 2020-2021 nicht höher als die Rechnung von 2018 sein wird. Die Nebis-Jahresbeitragsrechnung 2020-2021 ist die letzte Kostenrechnung, welche Sie von uns per Ende Oktober 2020 erhalten. Die EAD 50 Bibliotheksleitung haben den Änderungsnachtrag zur Vereinbarung zur Teilnahme am Nebis-Verbund mit der ETH Zürich zur Unterzeichnung erhalten. Die Ablösung des bisherigen Bibliothekssystems Aleph durch das Bibliothekssystem ALMA der SSP AG ist bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen. Der neue Änderungsnachtrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und endet ordentlich am 31. März 2021, sodass wir Ihnen eine dreimonatige Sicherheitsmarge gewähren,
da derzeit noch gewisse Unsicherheiten bezüglich dem genauen Termin des operativen Starts der technischen SSP-Plattform bestehen. Die Zentralbibliothek Zürich und die Universität Zürich haben bereits ihre Änderungsnachträge unterzeichnet. Sie werden jedoch in den nächsten Wochen noch einen Nachsatz betreffend dem Einverständnis zur Datenübertragung der eingebrachten Katalogdaten sowie Verwaltungsdaten an die SSP AG zur Unterschrift erhalten, inklusive der dreimonatigen Sicherheitsmarge bis zum 31. März 2021. Auch die Lieferanten müssen über die Auflösung des Nebis-Verbundes informiert werden und die Verträge zum richtigen Zeitpunkt gekündigt werden. Was bleibt an Arbeiten und Aufgaben für den Nebis-Verbund und die Nebis-Verbundzentrale in 2021? Bei der Einführung von Nebis-Support in 2013 gab es einige Widerstände gegen ein Ticketing-System im Nebis-Verbund. Unsere Kunden hatten unter anderem die Befürchtung, dass der persönliche Kontakt verloren ginge. Dies hat sich aus unserer Sicht nicht bestätigt und die Zahl der bisher eingegangenen Tickets von sage und schreibe 48.500 Tickets seit der Einführung von Nebis-Support zeigt uns doch, dass Nebis-Support rege genutzt und geschätzt wurde. Wir haben den Anspruch, dass die offenen Tickets im Nebis-Support auch nach dem 7. Dezember 2020 noch nach Möglichkeit bearbeitet und 2021 abgeschlossen werden. Bei circa Ende März 2021 wird Nebis-Support abgeschaltet. Sie werden natürlich rechtzeitig über den genauen Zeitpunkt informiert, falls Sie Ihre Tickets noch in irgendeiner Form bei sich speichern möchten. Auch Nebis intern wurde von Ihnen als Informations- und Wissensquelle sehr geschätzt und die Blogbeiträge mit der E-Mail-Benachrichtigung und dem Forum waren für die Kommunikation im Nebis-Verbund sehr hilfreich. Bei circa Ende März 2021 wird auch Nebis intern abgeschaltet. Sie werden natürlich auch hier rechtzeitig über den exakten Zeitpunkt informiert. Bitte informieren Sie sich nach dem Go-Live von SLSP nur noch über SLSP hier. Die Anleitungen und Dokumentation auf Nebis intern treten zu diesem Zeitpunkt außer Kraft oder sind zum Teil bereits schon vorher nicht mehr gültig, respektive nicht mehr kompatibel mit ALMA. In 2021 müssen auch die Verträge und Dokumente von mehr als 34 Jahren Verbundsgeschichte, ob in elektronischer oder in Papierform, klassiert und archiviert werden. Nebis-Support und Nebis-Intern werden außer Betrieb genommen, gesichert und archiviert. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen zu dieser Online-Präsentation zum Thema Change Nebis, Datenmigration zu ALMA. Ich werde hier zuerst eine kurze Übersicht zum zeitlichen Ablauf der Datenmigration geben. Weiter werde ich etwas detaillierter auf die Prozesse der Datenlieferung eingehen und Ihnen einige weitere Informationen mitgeben. Es sei vorgängig darauf hingewiesen, dass die hier präsentierten Informationen auf einem provisorischen Planungsstand von Change Nebis, SLSP und Ex Libris basieren. Werfen wir zuerst einen Blick auf den zeitlichen Ablauf der Datenbereitstellung für die finale Migration. Die eigentliche Datenmigration beginnt mit einer Vorbereitungsphase. In dieser Phase werden von der Bibliotheks-IT und vom Infrastrukturmanagement der ETH-Bibliothek alle von SFX technisch für die Data Extractions vorbereitet. Ebenso werden in diesem Zeitraum die letzten Datenmutationen vorgenommen. Für die Datenlieferung aus Aleph wird das sogenannte Aleph Migration Form finalisiert und ein letzter Review mit SLSP und Exlibris durchgeführt. Im Bereich SFX werden für die Datenlieferung aus der Nebis-Instanz alle Open Access Portfolios vorgängig deaktiviert. Diese werden nicht in ALMA migriert.
Die Phase, in der die Daten bereitgestellt werden, beginnt mit einem Katalogisierungs- und Erwerbungsstopp bzw. Datenerfassungsstopp oder auch Cut-Date genannt. Dabei werden wir in Aleph den User-Accounts voraussichtlich die Katalogisierungs- und Erwerbungsrechte entziehen müssen. Dies geschieht in erster Linie deswegen, damit während der rund 6-wöchigen technischen Migration die Daten im Quellsystem Aleph nicht mehr verändert werden können. So soll die Konsistenz zwischen den verschiedenen Datenlieferungen gewährleistet werden. Es ist ja so, dass bei der Migration über zwei separate Kanäle teilweise die gleichen Daten geliefert werden, einerseits an SwissPIP und andererseits an Exlibris. Ebenso soll natürlich damit erreicht werden, dass schlussendlich auch wirklich alle Daten in ALMA ankommen. Dieser Erfassungsunterbruch umfasst ebenfalls das Ändern bzw. Neuerfassen von Exemplaren und Bestellungen. Nur so kann ein auf einen genauen Zeitpunkt fixierter Datenstand extrahiert und migriert werden, der auch konsistent ist. Für den Data Extract werden wir unser Aleph-Testsystem verwenden. Dazu werden unmittelbar nach dem Erfassungsstopp sämtliche Daten aus dem Produktionssystem auf das Aleph-Testsystem übertragen. Vor dem Data Extract werden dann in Aleph-Test in den drei administrativen Datenbanken die Exemplarstatus aller 15 Millionen Exemplare zu den in SLSP gültigen Status mutiert und dadurch harmonisiert. Nebst dem Aleph wird auch in SFX ein entsprechender Freeze vollzogen. Ab Beginn der Data Extraction sollen auch dort keine Daten mehr geändert werden, also keine Portfolios mehr aktiviert werden oder andere Änderungen gemacht werden. Insbesondere wird ab dann auch kein wöchentlicher Knowledge Base Update mehr geladen. Für die Vorbereitung, Durchführung und Bereitstellung der Data Extracts wird nach den Erfahrungen mit den bisherigen drei Testloads mit circa einer Woche Dauer gerechnet. Deadline für die Datenlieferung ist der 31. Oktober. Bis dann müssen die Daten für die eigentliche Migration ex libris übergeben sein. Aleph läuft während der Datenbereitstellung und der Migration für den Ausleihbetrieb weiter. Das heißt, es können bis zum Ausleihstopp einige Tage vor dem ALMA-Start Medien ausgeliehen und zurückgebucht werden. Die Barcodes aller in Aleph ausgeliehenen Exemplare werden dann unmittelbar vor dem Go-Live aus Aleph abgezogen und über einen speziellen Prozess werden die betroffenen Exemplare in ALMA markiert. Damit werden sie bis zur Rückbuchung in ALMA für die Ausleihe blockiert. Christina Matari hat Ihnen die Details dazu bereits präsentiert. Nach aktueller Planung von Exlibris und SLSP wird der ALMA und Prima VI Start schließlich am 7. Dezember 2020 gleichzeitig für alle Bibliotheken geschehen. Nun hier noch eine etwas detailliertere Übersicht. Das Migrationsszenario für die finale Migration sieht folgendermaßen aus. Die Datenaufbereitung und Lieferung findet in drei gleichzeitig durchgeführten Prozessen statt. Die bibliografischen Daten aus Aleph, also die EBI01, werden von SwissPIP bis zum Erfassungsstopp am 23. Oktober spätabends geharvestet. Nach diesem von SLSP bzw. SwissPIP festgelegten Cut-Date werden die bibliografischen Daten mit den Daten der anderen Verbünde dedubliert und bis Ende Oktober an Exlibris geliefert. Exlibris migriert die Daten schließlich in ALMA und lädt sie in dieser dedublierten Version in die Network Zone. Die Aleph-Daten insgesamt werden parallel dazu mit dem Extraction-Kit von der Bibliotheks-IT aus Aleph abgezogen. Für jede administrative Datenbank muss dabei ein separater Extraktionsprozess durchgeführt werden. Die gesamte Datenextraction für alle dauert netto circa 4 Tage. Der Extraction-Prozess
berücksichtigt die Daten aus der bibliografischen Datenbank EB01, alle Holdings, alle Exemplare in den administrativen Datenbanken EAD50, UZH50 und ZAD50. Ebenfalls migriert werden die Erwerbungsbestellungen, Abo-Daten und Lieferantendaten, sofern sie einer Bibliothek zugewiesen werden können. Nicht migriert werden hingegen die Benutzer- und Ausleihdaten. Weitere Ausnahmen bilden Sätze ohne verknüpften Bestand, also Sätze, zu denen es weder verknüpfte Exemplare noch Holdings gibt. Solche Aufnahmen nimmt das Extraction Kit nicht mit und sie gelangen damit nicht in die ITSets. Sie werden aber über die Datenmigration von SwissBib in die Network Zone geladen. Exlibris migriert die Daten dann in ALMA. Dabei werden sie entsprechend dem Mapping in den Aleph Migration Forms in die verschiedenen IZ zugeordnet und in ALMA geladen. Für die Daten aus SFX erfolgt ebenfalls gleichzeitig ein analoges Verfahren. Auch sie werden mit einem sogenannten Extraction Kit von der Bibliotheksseite abgezogen. Hier gibt es für jede SFX-Instanz einen separaten Extraktionsprozess, also für die EPF, die ETH, Lib4RI und die UZHCP. Die Nebis-SFX-Instanz stellt einen Sonderfall dar. Bei dieser SFX-Instanz gibt es mehrere Datenextracts, und zwar für jede künftige ALMA-IZ je einen. Bei den sogenannten Mixed IZs, also zum Beispiel bei der IZ-Fachhochschule Ostschweiz, der IZ Haute École Supérieure oder der IZ Region Zürich, das sind solche IZs, die aus mehreren bisherigen SFX-Instituten bestehen. Bei solchen Mixed IZs werden die Daten in ALMA in entsprechende Inventory Management Groups aufgeteilt. Auch die SFX-Daten werden bis Ende Oktober an Exlibris geliefert. Exlibris lädt sie dann entsprechend der bereits beim Extract festgelegten Zuordnung in die ALMA-IZs. In ALMA selber werden dann die Daten bzw. die konkreten bibliografischen Sätze in allen IZ mit den entsprechenden Sätzen der Network Zone verlinkt. Bei diesem Prozess werden die Datensätze in der IZ jeweils mit dem dedublierten Satz aus der NZ ersetzt. Dort, wobei einzelnen bibliografischen Sätzen keine Entsprechung in der Network Zone vorhanden ist, bleibt der ursprünglich als Aleph geladene Satz in der IZ ohne Verlinkung zur NZ. Dabei handelt es sich um sogenannte Orphan Records. Diese können nach GoLive mit einer einfachen Suche in ALMA abgefragt werden und nachbereinigt werden. Dies ist auch der Fall bei Aufnahmen ohne Mark Feld 245. Diese werden von SwissBib ausgeklammert und sie gelangen damit nicht in die Network Zone, sondern werden ausschließlich in die jeweiligen IZs migriert. Im umgekehrten Fall kann es bibliografische Sätze geben, mit denen in Aleph überhaupt kein Bestand verknüpft ist, also weder ein Holding-Satz noch ein Exemplarsatz. Diese Aufnahmen werden vom Extraction Kit nicht in die IZs mitgenommen. Sie werden hingegen via SwissBib-Datenmigration in die Network Zone geladen. Dies ist zum Beispiel bei den analytischen Aufnahmen der Fall. Barbara Wittwer hat dieses Thema bereits in ihrer Präsentation vertieft. Bei Sätzen aus SFX wird im Regelfall eine Verlinkung mit dem entsprechenden Eintrag in der ALMA Central Knowledge Base in der Community Zone erzeugt. Zum Schluss noch einige Informationen zur Verfügbarkeit der bisherigen Systeme nach dem ALMA und Primo VI Go Live Termin. Aleph wird wegen der offenen Ausleihen nach dem Go Live vorerst weiterlaufen müssen. Das Ziel ist hier, dass alle offenen Ausleihtransaktionen bis Ende März 2021 abgeschlossen sind. Sie haben dazu bereits einiges von Christina Matari gehört. Mit den bisherigen User-Accounts wird es auch möglich sein, falls dringend notwendig, Datenchecks in Aleph durchzuführen.
Für allfällige aus dem bisherigen System benötigte Bereinigungslisten kann man sich auch noch in der ALMA-Startphase über das Ticketsystem an die NEBIS-Verbundzentrale wenden. SFX wird im Prinzip nach der Migration nicht mehr benötigt werden, denn diese Daten werden vollständig in ALMA migriert. Ob die beiden SFX-Server über den ALMA-Start hinaus für Lesezugriffe noch zur Verfügung stehen werden, wird derzeit abgeklärt. So oder so gibt es aber folgende To-Dos für die Bibliotheken bzw. EZs. Sie müssen alle SFX-Base-URL in den verschiedenen Datenbanken, wie zum Beispiel Web of Science, zu ALMA Link Resolver Base-URL ändern. Ebenso sollten Sie alle SFX-URL, also zum Beispiel Deep-Links zu E-Ressourcen, die in Webseiten oder weiterlaufenden Drittsystemen gespeichert sind, durch ALMA Link Resolver URL ersetzen. Aktuell ist noch offen, ob und wie lange das bisherige Prima noch weiter für Lesezugriffe aktiv bleiben wird. Unter anderem wird noch abgeklärt, ob die NEBIS-Recherche für die Bibliotheksbenutzer und Benutzerinnen zur Abfrage der offenen Ausleihen weiter betrieben werden kann, bis die ausgeliehenen Bestände in Aleph zurückgebucht sind. Das Statistiktool ARC wird nach dem Go-Live noch einige Monate weiter betrieben, um gegebenenfalls benötigte Auswertungen und Listen erzeugen zu können. Mit dem Beitrag von Erich zur finalen Migration endet unsere komprimierte und digitale Ausführung der diesjährigen NEBIS-Verbundtagung. Sollten Sie jetzt noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Christina Matari. Die E-Mail-Adresse wird am Schluss eingeblendet. Wie Sie gehört haben, arbeiten die Verbundzentrale und das Projekt Change NEBIS in allen Bereichen intensiv daran, den Wechsel zu SRSP aus NEBIS-Sicht bestmöglich vorzubereiten. Die Personaltransition der NVZ ist abgeschlossen und die 3 Testmigrationen sind durchgeführt. Jetzt setzen wir alles daran, dass auch die finale Migration erfolgreich verläuft, der Parallelbetrieb Aleph und ALMA möglichst reibungslos zustande kommt und schließlich soll auch der Rückbau unseres Verbunds wie geplant abgeschlossen werden. Wir stehen am Ausgang vom NEBIS-Verbund. Diese zwar sehr kurze, aber hoffentlich trotzdem informative Ausgabe der NEBIS-Verbundtagung war deshalb die letzte. Wir blicken auf eine erfolgreiche Zeit des NEBIS-Verbundes zurück. Eine Zeit, die vor allem auch durch die außergewöhnlich angenehme Zusammenarbeit zwischen dem NEBIS-Verbund und Ihnen, unseren Kunden, geprägt war. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen allen jetzt schon ganz herzlich bedanken. Gleichzeitig stehen wir aber am Eingang einer neuen, spannenden Ära bei SRSP. Dass bis zum Go-Live im Dezember nicht alles zu 100% glatt laufen kann, ist uns, so glaube ich, allen bewusst. Aber mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen aus SRSP, aus der Verbundzentrale, aus den Bibliotheks-IT-Services und jeder Bibliothek, die bei SRSP mitwirkt, sind wir optimal für diesen entscheidenden Schritt gerüstet. Wir vom NEBIS-Verbund freuen uns darauf, was die Zukunft bringt und auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen allen unter dem neuen Abenteuer SRSP.